Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es ums Jod. Ja, Jod, oder jeder weiß, Jod ist wichtig, Jod braucht man irgendwie. Viele von euch wissen auch, dass Jod irgendwie ein Mangel ist. Wir sind hier so in so einem Mangelgebiet von Jod. Man kriegt es in der Nahrung nicht so wirklich richtig viel. Besonders wenn man sich, wie wir es empfehlen, pflanzenbasiert ernähren will, dann ist Jod noch schwerer herzubringen. Und Jod ist aber essentiell. Das heißt, hier ist es wichtig, dass wir Jod dem Körper zuführen. Er braucht es für verschiedene Prozesse. Für die Schilddrüse, für das Schilddrüsenhormon, da ist es wichtig. Das heißt, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, ist es gut und wichtig, an Jod zu denken. Bitte passt auf, wenn es ein Hashimoto sein sollte, also eine Autoimmunerkrankung, dann kann es sein, dass Jod kontraindiziert ist, weil es unter Umständen dann diese ganze Hashimoto-Erkrankung erst beschleunigt und verschlimmert. Da bitte mit dem Therapeuten Rücksprache treffen. Ansonsten ist Jod auf jeden Fall mal absolut klasse. Jod ist gut fürs Immunsystem, Jod ist gut für die ganze Entgiftung des Körpers, für die Enzymbildung des Körpers, für die Hormonbildung. Also Jod wird irgendwie überall gebraucht. Es gibt so ein altes Sprichwort, das heißt, wenn du nicht mehr weißt, was du als Therapeut empfehlen sollst, dann empfehle Jod. Also, das heißt, es ist wirklich so ein Allround-Mittel. Ich selber durfte das lernen von Dr. Probst, dass Jod sehr, sehr wertvoll ist. Und wir empfehlen, wenn man über Jod nachdenkt, natürlich einmal in der Ernährung zu schauen, dass man genug Jod bekommt. Das geht am besten mit Algen. Japaner haben spannenderweise viel höhere Jodversorgung, weil sie viel mehr Algen essen als die Europäer. Algen, da die Dulse, also Braunalgen und Rotalgen können das sehr gut. Ne? Dulse ist eine Möglichkeit. Spirulina zum Beispiel und Chlorella haben nicht viel Jod, die lohnen sich nicht so gut. Aber Seetang, Seegras, Seespaghetti, so diese ganzen Dinge, die ihr da kriegen könnt. Wakame, Kombu, Arame und natürlich Kelp. Kelp kriegt ihr auch so als Nahrungsergänzungen, als Tabletten. Das sind alles Möglichkeiten, um natürlich Jod einfach zuzuführen und dem Körper das anzubieten. Das ist auch insoweit in Ordnung, wenn man das regelmäßig im Essen drin hat, alles gut. Problem ist bei den Algen, dass sie sehr unterschiedliche Konzentrationen an Jod haben und wer da ein bisschen besser dosieren möchte, wer da ein bisschen genauer wissen will, was er so aufnimmt, dem empfehlen wir die Lugolsche Lösung. Das ist eine Mischung, die man in der Apotheke bekommt, aus organischem Jod und mineralischem Jod und in einem optimalen Verhältnis gemischt. Und da am besten die 5%ige Lösung. Das bedeutet nämlich, dass ein Tropfen dann 5 Milligramm hat. Die Empfehlung, die tägliche Tagesempfehlung liegt bei 12,5 Milligramm für eine erwachsene Person und es kann aber im Mangel auch mal höher gegangen werden bis zu 50 Milligramm. Das entspricht nicht optimal der Empfehlung von der WHO, die empfiehlt viel, viel weniger. Man könnte fast sagen zu wenig. Bei der WHO wird gesagt 0,5 Milligramm pro Tag reicht aus. Das müssen wir verneinen, das stimmt so nicht. Unsere Erfahrung zeigt, dass man wesentlich mehr braucht, um nicht in den Mangel zu kommen und einfach den Körper optimal zu versorgen. Beispiel, es wurde herausgefunden, dass Mütter, die 12,5 Milligramm Jod in der Schwangerschaft nehmen, jeden Tag, um 30% intelligentere Kinder kriegen. Das ist doch enorm. Und gleichzeitig weiß man, dass der Jodmangel in der Schwangerschaft zu dem sogenannten Kretinismus führen kann, also einfach entwicklungsgestörte Kinder erzeugen kann, die einen Mangel an Intelligenz haben. Das ist eben weitgehend bekannt. Also es ist wichtig, dass ihr einfach Jod im Auge habt. Das Jodsalz ist nicht so optimal. Jodsalz kennen viele. Da ist halt nur das mineralische Jod dran. Und das kann, wenn man nur das anwendet und nichts organisch gebunden ist, dann kann es die ganzen Jodrezeptoren blockieren. Und dann wirkt das Jod plötzlich gar nicht mehr, obwohl ich eigentlich viel Jod aufnehme. Es ist nicht völlig zu verteufeln, aber es ist viel besser. Man nimmt die Mischungen immer mit einem organisch gebundenen Jod, wie in den Pflanzen. Oder aber in der Lugolschen Lösung. Und da ist eben die optimale Empfehlung, dass wenn ihr so eine Lugolsche Lösung macht, dass ihr dann morgens das Jod anwendet, einnehmt. Passt bitte auf, wenn ihr damit beginnt, fragt im Zweifelsfall euren Therapeuten, euren Arzt, ob das für euch geeignet ist. Es gibt manchmal Kontraindikationen. Die Hauptkontraindikation, haben wir schon gehabt, ist wahrscheinlich das Hashimoto, was so sehr bekannt ist, aber auch unter Umständen eine Jodallergie. Und das muss man prüfen. Deswegen, wenn ihr nicht ganz sicher seid, nehmt erstmal das Jod und macht es mal auf die Haut und schaut mal, ob ihr das auf der Haut vertragt. Und wenn ihr es auf der Haut vertragt, könnt ihr mal vorsichtig mit so einem verdünnten Tropfen, also ein bisschen Tropfen in ein bisschen Wasser und das mal vorsichtig in den Mund nehmen und gucken, wie es euch damit geht. Wenn alles gut ist, dann könnt ihr das steigern auf die gewünschte Dosis.
optimale Dosis sind so 2 bis 3 Tropfen am Tag von der 5%igen Lugolschen Lösung, um einfach den Spiegel aufrecht zu halten an Jod. Okay, ich freue mich, wenn wir euch wiedersehen können bei Instagram oder bei Telegram oder bei Facebook. Abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben. In dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias.